In diesem Blog erzähle ich euch ein bisschen was über Tony Ballard von Dreamland. Ich erzähle euch ein bisschen was über das neue Skript von Motorum Kibus und ich erzähle euch auch ein bisschen was über Wolfie Office. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. Ich habe euch ja in meinem letzten Vlog davon erzählt, dass mich Thomas Birker von Dreamland Productions angesprochen hatte, ob wir nicht einfach zusammen mal irgendwie eine Kooperation starten könnten. Und ich hatte ihm gesagt, klar, das können wir irgendwie gerne machen. Und da war er noch im Gespräch, mache ich den Dialogschnitt, mache ich das Sounddesign. Und da hatte ich ihm ja schon erzählt, dass ich, weil ich ja berufstätig bin, kann ich das nicht regelmäßig machen. Ich würde ihm aber für kleinere Projekte bzw. für einzelne Folgen zur Verfügung stehen. Er hat mich jetzt konkret angefragt für Folge 47, für den Dialogschnitt und da habe ich einfach mal zugesagt, weil ich da A, wirklich Bock drauf habe und B, möchte ich auch mal antesten, wie das natürlich zwischen uns so läuft und der Thomas kann natürlich überprüfen, ob ich denn auch wirklich der richtige Kandidat bin. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich den Dialogschnitt mache oder wie ich mir das vorstelle und wie ich vorgehe. Der erste Schritt ist natürlich, dass die Audioaufnahmen von den einzelnen Sprechern gemacht werden oder halt von der Cast gemacht wird. Da war ich natürlich nicht dabei, das hat der Thomas allein gemacht. Ich habe in einem Cubase-Projekt habe ich dann alle Sprecherspuren zusammenbekommen und meine erste Aufgabe ist jetzt von jedem Sprecher und Sprecherin die besten Takes rauszusuchen und später dann in einem Dialog zusammenzuschneiden. Also so mache ich das auf jeden Fall immer. Ich lese mir einmal das Skript einmal durch, damit ich einfach weiß, worum es geht, damit ich auch so ein bisschen Feeling für die Geschichte bekomme. Dann gehe ich hin und gehe wirklich Spur für Spur durch und fange an, die einzelnen Takes von den Sprechern rauszusuchen. Ich hake mir das im Skript dann auch immer ab. Ja, damit ich einfach die Übersicht habe, was ich schon gemacht habe, wenn ich ein paar Tage später vielleicht daran arbeite, dann kann ich mich sofort daran orientieren und weiß, aha, da hatte ich alles schon erledigt. Im zweiten Schritt ist es dann so, dass ich wirklich den Dialogschnitt anfange. Das bedeutet nichts anderes, dass ich mir das Skript vorlege und dann gucke ich wirklich, wer kommt in welcher Szene vor und dann passe ich die einzelnen Takes einfach aneinander an, so dass sich daraus ein flüssiger Dialog ergibt. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn man halt nicht selber auch die Vertonung übernimmt, muss man dann später für das Sounddesign einfach noch genügend Raum lassen, damit derjenige, ich vermute mal, es wird Tom Steinbrecher sein, dass der einfach noch genügend Raum hat, um wirklich das Sounddesign einzufügen. Manchmal ist es einfach schwierig, wenn man einen ganzen Dialog hat, der wirklich so einfach so bam, bam, bam hintereinander kommt und man muss später noch ein bisschen Musik einfügen, man muss einfach noch das Sounddesign und so weiter reinfügen und deswegen mache ich das immer so, dass ich wirklich, wirklich so ein bisschen Platz lasse zwischen den einzelnen Szenen, damit man auch wirklich sehen kann, aka, das geht ja auch aus dem Hörspielskript hervor, dass ich sehen kann, okay, hier sollte man eine kleine Lücke lassen, damit man ein bisschen Platz noch für Sounddesign hat. Dann habe ich natürlich auch ein paar News für euch von der Zombiefront. Ich hatte ja schon, ihr kennt vielleicht den Trailer, ich habe vor kurzem so einen kleinen Trailer zusammengeschnitten, wo ich nochmal im Motorum Kibus bewerben wollte, dass die erste Staffel jetzt verfügbar ist und die zweite kommt jetzt in 2023. Ich habe jetzt auch tatsächlich schon mit dem Schreiben angefangen. Bevor ich überhaupt das Skript oder das erste Skript geschrieben habe, habe ich mir einen groben Fahrplan gemacht. Das heißt, ich habe mir die ganze Geschichte einmal grob aufgeschrieben, was wirklich von Anfang bis Ende passieren soll. Dann habe ich mir die einzelnen Charaktere nochmal angeguckt und habe die ein bisschen ausgearbeitet und dann habe ich mir auch die Mühe gemacht und habe die Umgebung so ein bisschen so recherchiert, wo will ich das Ganze stattfinden lassen, was ist so typisch für diese Ecke und ich habe mir auch eine Landkarte angeguckt, damit ich das Ganze auch einfach so ein bisschen einordnen kann und dass man vielleicht auch mal ja, so ein paar Ortsnamen nennt, damit man das Ganze einfach, damit es irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen tiefer geht das Ganze. Und ich habe mich auch jetzt in der zweiten Staffel dazu entschieden, es spielt wieder in Deutschland und es spielt wieder in der nicht in der gleichen Ecke, aber in der gleichen Region, weil einfach die Story weitergeführt wird. Und wozu ich mich auch entschieden habe, ist, dass die erste Staffel endet ja mit Episode 4. Und ich habe gedacht, es gibt jetzt zwei Optionen. Ich könnte wieder mit Episode 1 von der zweiten Staffel anfangen. Fand ich aber jetzt so ein bisschen doof. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Episodennummern fortführe. Das heißt also, die erste Episode von Staffel 2 ist dann die Episode 5.
Insgesamt wird es voraussichtlich 6 Episoden geben und ich habe eingeplant, dass es immer so ungefähr eine halbe Stunde ist. Also das ist wirklich so der Richtwert. Im Hörspielskript sind das so roundabout zwischen, ich sag mal, 45 und 50 Seiten ungefähr. Und das habe ich mir auch so als Limit gesetzt, dass ich innerhalb von maximal 50 Seiten die Episode erzählt haben muss, damit ich wirklich so ein einheitliches Raster habe, was die Länge angeht. Ja, also zu der Cast kann ich noch gar nichts sagen, weil die steht noch gar nicht fest. Die Charaktere stehen zwar fest und ich habe auch schon mit dem Schreiben von der ersten Episode angefangen und es fehlt quasi noch die letzte Seite und dann bin ich auch mit der ersten Episode schon fertig, sprich Episode 5. Ich habe schon ein paar Sprecher und Sprecherinnen habe ich im Kopf, die ich gerne ansprechen würde, wo ich auch der Meinung bin, die würden da ganz gut passen. Aber ich will dazu halt noch nichts sagen, weil, wie gesagt, ich habe noch gar keine Entscheidungen getroffen und ich habe ja auch noch bis nächstes Jahr ein bisschen Zeit. Die letzten News, die ich mit euch teilen möchte, gehen um WolfieOffice. Kim von WolfieOffice hatte mich mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, für ihn auch eine Vertonung zu übernehmen. Ich hatte das einmal abgelehnt, weil ich einfach zeitlich nicht geschafft habe, weil auch seine Produktionen ein bisschen aufwendig sind und die kosten einfach Zeit und ich habe nicht immer so viel Zeit, neben Beruf so viel Hörspielproduktionen zu machen. Aber ich hätte auf jeden Fall große Lust, einmal mit ihm zusammenzuarbeiten und eben auch für WolfieOffice mal ein Hörspiel zu vertonen. Und er hatte mich jetzt nochmal gefragt und ich habe ihm dann gesagt, okay, pass mal auf, wenn ich den Dialogschnitt fertig habe von Tony Ballard, dann würde ich mal mich an die Vertonung setzen. Bei dem Hörspiel geht es um das Skript von Macbeth. Ich muss sagen, es gibt zwar schon einen Trailer dazu, den habe ich aber noch nicht gesehen und ich vermute mal, es ist die klassische Geschichte von Shakespeare. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn ich das Skript bekomme, was er sich da vorgestellt hat. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ob wir da zusammenkommen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ich hätte Interesse und das würde ich dann auch übernehmen. Wann ich diese Vertonung mache, das weiß ich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie schnell ich mit dem Dialogschnitt durchkomme. Dann würde ich auch ganz gerne noch am Motorum Kibus weiterarbeiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich vielleicht sogar Ende des Jahres, vielleicht auch schon etwas eher mit der Produktion bzw. mit der Vertonung anfangen kann. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Dieses Mal etwas kürzer, weil einfach die Temperaturen hier in dem Raum einfach gigantisch sind. Also ihr seht vielleicht auch, ich schwitze auch die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe für euch ein paar interessante Infos gehabt. Und ihr wisst ja, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, lasst gerne ein Like da. Und auch ganz wichtig, was ich noch erwähnen möchte, geht auch gerne auf meinen Spreadshirt-Shop. Da sind einige Motive von mein Ohrenkino und auch von Motorum Kibus. Und ich versuche auch im Laufe der nächsten Zeit noch ein paar neue Motive hinzuzufügen. Und vielleicht ist ja was für euch dabei. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.